Es ist endlich da. Ja, herzlich willkommen bei holzmich.de. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Jetzt werdet ihr euch sicherlich fragen, was ist endlich da? Ganz einfach. Erinnert euch mal zurück, ich verlinke euch auch das Video dazu, vor einiger Zeit so einen Birkenholzteller gemacht mit so einer Ziereinlage aus so türkisblauem Granulat. Und für die Ziereinlage hatte ich damals in den Teller so eine kleine Vertiefung eingedrechselt und die dann aufgefüllt. Und ich hatte in dem Video gesagt, man kann auch zum Beispiel sowas wie solche Schwundrisse, wie hier jetzt in diesem Stück Holz drin sind, auffüllen damit. Und das wollte ich euch gerne zeigen. Speziell bei diesem Holzstück handelt es sich um ein Stück Erdbeerbaum. Erdbeerbaum kommt aus dem amerikanischen Bereich, beziehungsweise wächst bei uns auch so in den Mittelmeerregionen. Das Stück hat mir ein Freund aus Korsika mitgebracht. Das liegt schon eine ganze Zeit bei mir im Schrank. Und da würde ich gerne was draus machen. Das hat so einen schönen, markanten Schwundriss. Das ist nur der einzige Nachteil, oder das ist kein Nachteil, das einzige Problem, was ich bisher hatte, ist, dass dieses Stück Erdbeerbaum, wenn ich dann die Oberfläche behandle, so einen richtigen roten Farbstich kriegt, was ich ja super schön finde. Aber da kann ich jetzt schlecht mit so einem türkisblauen Granulat reingehen, weil ich finde, dass sich das farblich einfach beißt. Deswegen habe ich mir so rotes Granulat besorgt. Und das war leider aber ausverkauft und hat jetzt recht lange Lieferzeit, aber es ist gestern angekommen und deswegen dachte ich, das nutze ich sofort aus und dann mache ich endlich das Video dazu, was ich schon so lange machen möchte. Was werden wir aus dem Holzstück machen? Ich habe überlegt, dass wir uns da so ein Stück rausschneiden und einen schönen Kerzenständer machen. Der soll so ein bisschen kugelförmig werden, das werde ich wieder an der Drechselbank vorbereiten. Eigentlicher Kern von dem Video ist das Auffüllen von dem Riss. Da zeige ich euch, wie man das macht und wie man das nachbearbeitet. Deswegen wird der Teil davor jetzt so ein bisschen im schnelleren Durchlauf sein. Also nicht wundern, da ist aber auch keine Hexerei dabei. Kennt ihr alles schon. Auf geht's! Also ihr seht, ich habe jetzt hier mal die äußere Form also ganz grob angedrechselt. Also da ist überhaupt nichts schön gemacht, da ist nichts geschliffen, da ist nichts so richtig ausgewuchtet, sondern einfach nur mal so grob die Kontur angepasst. Und jetzt müssen wir anfangen, den Riss zu verfüllen, beziehungsweise die Risse zu verfüllen. Weil wenn ich es auf der Innenseite aushöhle, dann ist die Gefahr sehr groß, dass einfach das ganze Ding auseinanderfliegt. Vor allem, weil die Risse fast bis zum Kern von dem Ast gehen. Das heißt, wenn ich dem innen den Halt wegnehme, dann bricht mir einfach die ganze Flanke weg. Deswegen ist jetzt der Punkt, wo wir das Verfüllen anfangen müssen. Ihr seht jetzt in dem Riss drin eine ganze Menge so Holzfasern, die durch das Auseinanderplatzen dann diagonal verlaufen. Und die müssen wir als nächstes rausarbeiten. Dafür nehmen wir entweder so ein Schnitzmesser her oder so ein Cuttermesser, was ihr halt gerade da habt. Hauptsache, ihr kommt damit einigermaßen in die Tiefe von diesem Riss hinein. Und ich fahre jetzt da einfach mal entlang und versuche diese fast losen Fasern da so ein bisschen rauszuarbeiten. Ihr seht, da kommen so richtige Stücke raus. Das müssen wir sauber machen, ansonsten können wir den Riss nicht ordentlich verfüllen, weil wir da immer irgendwelche
Einschlüsse bekommen werden, beziehungsweise Stellen, wo dann das Granulat nicht rein kann. Ich versuche hier diesen schmalen Riss auch absichtlich jetzt noch so ein bisschen breiter zu schneiden, damit da das Granulat besser reinrutscht. Ihr seht, ich habe jetzt die ganzen Holzfasern hier rausgeholt. Und jetzt kommt dann der spannende Teil, und zwar wie man das vernünftig verfüllen kann. Wenn ihr euch das anschaut, die Risse, die gehen ja hier bis zur Mitte rein. Das bedeutet aber auch, wenn ich das jetzt so eingespannt lasse und hier oben Kleber reinfülle, dann läuft der einfach unten wieder raus. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Das heißt, wir müssen hier die Enden abdichten, dass der eine richtig geschlossene Kavität hat, wo er dann durchhärten kann. So, also die Frage, wie dichte ich jetzt diese Enden hier ab? Man kann das mit Klebeband machen, aber je nachdem, was ihr für ein Material nehmt, also was für einen Kleber ihr verwendet, um das Granulat da drin zu fixieren, geht es gut oder geht total schief. Wenn ihr zum Beispiel Epoxidharz nehmt und da einfach nur Klebeband draufklebt, dann wird das Epoxidharz am Klebeband vorbeikriechen und ihr habt die ultimative Sauerei gebaut. Und das haut nicht hin. Dafür gäbe es ganz spezielles Klebeband, das für Epoxidharz geeignet ist. Das ist schweineteuer. Ich muss sagen, unabhängig welchen Kleber ich verwende, was mir ganz gut gefällt, ich nehme so kleine Plexiglasscheibchen, setze die hier auf, die passen von der Größe, und nehme mir eine Heißklebepistole und klebe die mit Heißkleber auf, weil das hält bombenfest. Und das funktioniert sehr, sehr gut. So, es sieht so aus, als wäre der Sekundenkleber heiß. Ich fahre jetzt hier um die Risse rum und mache da so einen richtigen Kleberdamm. Also nicht sparsam sein, sondern wirklich richtig ordentlich drauf. Und damit die Platte hält, machen wir da unten noch zwei Punkte hin. Und dann drücken wir einfach die Platte in den heißen Kleber rein. Und wichtig, ihr müsst jetzt darauf achten, dass da außen ein wirklich geschlossener Damm entsteht, wo kein Füllmaterial vorbeilaufen kann. Wenn ihr seht, dass das da noch zu wenig ist, dann setzt einfach da nochmal einen Tropfen Kleber an. Der kriecht normalerweise drunter rein und macht dann zu. Das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite auch. Hier ist die Schwierigkeit, dass wir ja so einen Rezess schon eingeschnitten haben. Aua, der Kleber ist heiß. Hier ist die Schwierigkeit, dass wir schon so einen Rezess eingeschnitten haben. Das heißt, wir können das Plättchen nicht in die Vertiefung legen, aber wir können hier trotzdem den Kleberdamm so hoch legen, dass das Plättchen abdichten müsste. Die einzige Schwierigkeit ist, wenn wir jetzt wirklich voll verfüllen wollen, haben wir hier noch eine Vertiefung drin. Das heißt, damit läuft mir der Kleber spätestens hier in der Vertiefung raus. Das heißt, ich muss auch hier seitlich noch einen entsprechenden Damm machen. Das könnt ihr jetzt aus einem alten Holzstück machen oder irgendwie sowas, was ihr da einsetzt und mit Kleber hochverfüllt. Da schaue ich mal kurz in die Resterampe. Da habe ich noch so Holzverschnittreste. Das ist alles Querholz, das ist ideal, weil das können wir einfach abbrechen und dann da entsprechend einsetzen. Es muss nicht schön ausschauen, überhaupt nicht. Darum geht es gar nicht. Es muss nur dicht sein. Ihr könnt euch jetzt überlegen, entweder ihr verklebt das Ganze mit Sekundenkleber, das geht gut, oder ihr nehmt so Epoxy. Wir bereiten entsprechend wieder alles vor. Ich nehme so ein Blatt Papier, das falte ich und habe damit hier unten quasi eine Rinne, wo ich das Granulat einfüllen kann. Und in dem Fall versuche ich mal, das feinkörnige Granulat ist hier schwarz und das grobkörnige vorher schon so ein bisschen zu vermischen, damit wir da eine gleichmäßigere Verteilung haben von den Körnern. Das klappt, weiß ich noch nicht, das ist diesmal ein erster Versuch. Aber das finden wir dann schon raus. Dadurch, dass das so dicht gepackt ist, glaube ich, dass das Epoxy nicht zwischen reinlaufen wird. Da ist so Sekundenkleber, denke ich, besser geeignet. Das ist jetzt mal so halb gefüllt und jetzt lassen wir mal die erste Lage Sekundenkleber reinlaufen. Und dann schauen wir mal, wie gut der kriecht. Seht ihr, das läuft hier runter und der kriecht richtig schön zwischen rein.
So, dann tränken wir das wieder. Das gröbere Granulat ist der Spalt fast ein Tick zu eng. Das geht da kaum rein. Auch hier verfüllen wir es dann. Wenn ihr hier soweit erstmal fertig seid, dann lasst ihr das antrocknen. Ihr könnt hier auf der Oberfläche noch so ein bisschen Aktivator drauf sprühen, dann zieht es schneller an. Ansonsten solltet ihr den Sekundenkleber hier locker mal einen halben Tag bis besser noch einen Tag durchtrocknen lassen, dass der wirklich auch innen trocken ist. Weil es passiert euch sonst, dass hier nur die äußere Schicht trocken ist, ihr spannt es an die Drechselbank und euch fliegt alles raus. Das muss man natürlich vermeiden. Also wie gerade gesagt, ich lasse das jetzt einen Tag lang durchtrocknen und ihr seid quasi in der nächsten Szene wieder dabei. Bei mir ist es dann einen Tag später. Bis gleich. So, also hier sind wir wieder. Der Kleber ist jetzt 24 Stunden durchgetrocknet. Ihr seht hier außen das Gebastel da mit den Holzklötzchen. Das ist echt eine ziemlich gebarzelte und nicht schön gemachte Angelegenheit. Man kann das deutlich ordentlicher machen. Es erfüllt so aber genauso seinen Zweck. Wichtig ist, dass ihr hier wirklich eine gute Abdichtung hinkriegt. Das hatte ich ja schon gesagt. Und ihr seht ja, das läuft hier sonst alles überall hin. So, jetzt popeln wir die Sachen mal wieder runter. Könnt euch zum Beispiel auch eine Zange nehmen oder sowas als zusätzliche Unterstützung. So. Wenn es hier nicht ganz plan ist, das ist völlig egal, weil wir es ja in dem Fall ja eher in die Drechselbank packen. Soweit so gut. Die Außenoberfläche schaut schon mal nicht so schlecht aus. Hier seht ihr noch so ein paar kleine Löcher drin, wo kein Granulat reingefallen ist. Da gebe ich jetzt einfach jeweils noch mal einen Tropfen Sekundenkleber drauf und fülle diese Löcher, und damit wir zügig weiterarbeiten können. Das sind ja nur ganz kleine Löcher. Gehe ich mit dem Aktivatorspray drauf und schaue, dass der Sekundenkleber da gleich fest haftet auf der Oberfläche. Ich möchte den gerne ein bisschen tiefer aushöhlen, dafür verwende ich hier so ein Ringeisen. Das habe ich euch auch in der Videobeschreibung verlinkt, wenn euch das interessiert, könnt ihr einfach nachgucken, was das ist. Damit lässt sich sehr gut in die Tiefe arbeiten. Auf entsprechender Tiefe sind, dann ist der Trick bei dem Ringeisen, dass ich den Kopf drehen kann und damit tue ich mich sehr viel leichter hier innen zu unterstechen, also sprich hier auf der Innenseite dieser Rundung zu arbeiten. Also jetzt habt ihr gesehen, wie man solche Risse im Holz verkleben und verfüllen kann, auch mit so einem entsprechenden Granulat. Ich muss auch sagen, mir gefällt das Holz von diesem Erdbeerbaum irgendwie ganz gut, weil das schon eine recht lebhafte Struktur mitbringt. Und ich bin sehr gespannt, wie der Kerzenständer dann fertig aussieht. Das werden wir aber nicht mehr in diesem Video machen, sondern das machen wir im nächsten. Da gibt es nämlich noch einen Schwerpunkt zum Thema Oberflächenbehandlung und da möchte ich euch noch ein paar Sachen dazu zeigen. Bitte behaltet im Hinterkopf, dieses Risseverfüllen habe ich euch jetzt am Beispiel von einem Drechselobjekt gezeigt.
Das hat mit Drechseln an sich überhaupt nichts zu tun. Das könnt ihr überall anders auch machen. Das hat mir jetzt halt ganz gut gepasst, weil das Holzstück sich halt schön zum Drechseln eignet. Ich zeige euch mal ein anderes Beispiel. Und zwar ist hier noch ein anderer Kerzenhalter, Teelichthalter. Ich gehe mal näher her. Genau, auch hier seht ihr, da waren so Schwundrisse drin. Die sind jetzt mit entsprechendem Türkismaterial aufgefüllt. Und die ganze Oberfläche ist mit Bootslack eingestrichen, deswegen sieht die so spiegeln aus. Ihr würdet den Vorgang ganz ähnlich machen, nur dass ihr hier nicht drechselt, sondern die Oberfläche einfach ausschleift, wobei das hier an der Baumkante so ein bisschen fummelig ist. Da muss man echt mit etwas Geduld rangehen. Ihr könnt es auch genauso bei einem Brett machen zum Beispiel, würde auch funktionieren. Da ist eigentlich eurer Kreativität keine Grenze gesetzt. Ich finde, wo es immer ein bisschen schwierig wird mit dem Verfüllen, ist, wenn die Struktur sehr uneben ist. Siehe auch hier, deswegen habe ich auch hier diese Vertiefung mit reingemacht. Einfach deswegen, weil da immer der Kleber rauszuppt. Und das wollte ich euch zeigen, dass ihr das auch berücksichtigt und da entsprechend dann sozusagen mit Heißkleber irgendeine Wandung hinmacht. Ansonsten gibt es eine Riesensauerei beim Verarbeiten. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr habt dazu was gelernt. Beim nächsten Video geht es weiter mit dem Thema Oberflächenbehandlung und da machen wir den Kerzenständer fertig. Bis dahin eine schöne Zeit und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!